Hallöchen, ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von der 100 Baby Challenge. Wupp, wupp. Und wir legen auch gleich los, denn Niki war ja bereits im letzten Part am Platzen und das geht jetzt in 3 Stunden los. Und ja, das wird ein ziemlich spannender Part werden. Denn wir sind ja natürlich sehr gespannt, was Niki bekommt. Niki kann ja zur Beruhigung noch ein bisschen malen hier. Ach nee, sie kann gerade nicht malen, sie ist. Also okay, sie kann nicht malen, wenn sie in den Wehen ist. Oder nee, sie ist. Ach nee, genau, ihr ist so unwohl, deswegen kann sie nicht malen. Ja, da kann ich ihr jetzt auch nicht helfen. Ja. Und das ist ein weiteres Neues hier. Tam, tam, tam. Ihr seht, es ist Farbe ins Wohnzimmer bekommen. Und das gilt das natürlich wieder alle. Ja, so ist das. So schnell wie das Geld da ist, umso schneller ist es aber auch wieder weg. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, was wird Niki bekommen? Wird sie ein Junge bekommen, ein Mädchen oder sogar Zwillinge? Ich sag ja meistens schon, naja, wenn die Babys dann da kommen, weil ich habe ja bis jetzt 2-mal Zwillinge gehabt und da bin ich irgendwie schon so systematisch auf Zwillinge eingestellt. Was ist das? Knoblauchnudeln, undefinierbar, da steht keine Zeit mehr da, wie lange die noch haltbar sind, also kommen sie einfach mal weg. Ja, dann ist natürlich heute auch. Oh, die haben sich lieb. Oh, ist das schön, wenn die Familie sich versteht. Ich glaube, ich werde mit Niki mal das Baby im Krankenhaus bekommen. Baby im Krankenhaus bekommen. Niki wird bald ein Baby bekommen. Niki ins Krankenhaus folgen. Ja, wir folgen ihr mal. Mit wem? Mit wem? Mit wem? Wir nehmen mal unser erstes Mädchen mit hier. Weil wir hatten bis jetzt immer nur Hausgeburten und einmal eine Geburt von den letzten beiden Zwillingen, die dann tja, auf einmal da waren, ohne dass wir dabei waren. Wie auch immer das passiert ist. Ich weiß es nicht. Ja, ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. Ich habe schon ein paar Namen. Diesmal bin ich nicht ganz so unvorbereitet. Natürlich, wer mir folgt, kann natürlich, ihr braucht keine Berührungsängste haben. Ihr könnt natürlich ganz viele Namen, alles was euch einfällt, unten in die Kommentare schreiben. Ich werde sie berücksichtigen. So, und wir haben hier schon mal so einen übelst mega geilen Kittel an. Was müssen wir denn jetzt machen? Der Typi, okay, Glatzen sind jetzt scheinbar in. Oh mein Gott, ich werde von Empfang anmelden. Ich melde mich einfach mal an. Oh Gott, ich werde von einem Alien angemeldet. So, jetzt wollen wir mal schauen, was passiert. Das ist für mich hier jetzt komplett neu. Wo will sie hin? Sie soll sich doch anmelden. Hat sie sich schon angemeldet? Wartet in Schlange. Aber das war doch dort vorne, nicht hinten. Aha, okay. Also hier drauf wird sie jetzt also ihr Kind bekommen. Oh mein Gott, was passiert hier? Niki hat erfahren, dass Jonas als Arzt bei die Sim-Klinik arbeitet. Okay, stellt euch mal vor, das würde in Wirklichkeit auch so aussehen, dass Babys kriegen. Nur ich frage mich, was hier der Kleber macht. Es ist doch Kleber, oder? Das sieht aus wie ein Spiel, was hier auf dem Computer ist. Hier fehlt unten nur noch der Korb, wo man das Herunterfallende auffangen muss. Oder vielleicht überlegt der Typi noch, ob er die Vögel, die hier oben fliegen, abschießen muss. Den Storch. Damit er mit dem Baby runterkommt. Was wird Niki bekommen? Jawohl! Herzlichen Glückwunsch! Es ist ein Mädchen! Juhu, ein Mädchen! Wir haben hier so einen großen Jungsüberfluss und jetzt haben wir endlich mal wieder ein Mädchen dazu bekommen. Ach, ist das schön. Niki hat soeben ein Mädchen zur Welt gebracht. Dieses Baby braucht einen Namen. Ja, ich habe auch schon einen Namen. Und zwar wird dieses Mädchen Hannah heißen. Ich finde, Hannah ist ein schöner Name. Und er unterscheidet sich ein bisschen von den anderen, sodass ich vielleicht noch ein bisschen weniger durcheinander komme jetzt hier mit den ganzen Namen.
Herzlichen Glückwunsch. Der Arzt hat die Geburtsurkunde vorbereitet. Jawohl. Meine kleine Hanna. Schaut sie euch an. Das ist Hanna. Hanna ist niedlich. Sag mal. Oh, das Baby ist da. Oh. Ja. Es tut mir leid, heute bin ich wieder ein bisschen aufgedreht. Manchmal merkt man es ja, wenn ich zum Beispiel müde bin oder so, da ist es ein bisschen ruhiger in den Videos. Aber heute geht das. So, jetzt gehen wir bitte wieder nach Hause, zurück nach Hause. Komm, bring die kleine Hanna nach Hause, Niki. Was ist, warum läuft sie so? Okay, auf geht's wieder nach Hause. Das neue Familienmitglied den anderen vorstellen. So, natürlich bin ich auch gespannt. Oh, wir haben ein Mädchen. Natürlich bin ich auch gespannt, ob die Kinder sich heute vielleicht in der Schule mal ein bisschen verbessern, sodass wir noch jemanden altern lassen können und vielleicht noch ein kleines Umstyling machen können. Ich bin auch da schon gespannt, wie sich das Ganze jetzt heute hier entwickelt. Ja. Willkommen zu Hause, kleine Hanna. Wo ist das Baby? Wo ist das Baby? Ach, hier ist das Baby. Und wer steht da schon? Jamie, der kümmert sich schon um seine kleine Schwester. Aber die kleine wohl werden wir mit in die Wohnstube nehmen. Jo, das passt. Das ist ein Stubenwagen, also kommt sie mit in die Wohnstube. Und zwar... Hier hin. Das gefällt mir noch nicht ganz. Ja, so ist gut. So lassen wir das. Es war natürlich jetzt wieder verkehrt geklickt hier. Ich komme mal wieder nicht klar mit diesem Spiel. Hanna! Das ist die kleine Hanna. Und wer ist denn nun von Hanna der Vater gewesen? Hanna. Okay, und ich sehe gerade, unser Haushalt ist das erste Mal voll. Simologie Hanna. Hier ist Hanna. Und Tyler. Ach so, okay, das muss ich mir aufschreiben. Ich schreibe mir ja alles auf, aber trotzdem vergesse ich manches wieder. Ich schreibe alles auf und vergesse es trotzdem. Na, das ist ja eine Logik. Wann kommt eigentlich die Rechnung? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, die kommt nicht direkt, dass wir die bezahlen können. Wer duscht da? Ja, wir schauen mal, wie jeden Tag, ob die Kinder die Hausaufgaben schon gemacht haben. Natürlich nicht. Jamie, unser Experte. Es ist Freitag, das heißt, wir haben mal ein bisschen mehr Zeit. Also werden wir vielleicht den nächsten Schultag heute gar nicht mehr schaffen. Manuel, du machst bitte auch mal deine Hausaufgaben. Lara, jetzt komme ich wirklich. Und die Kleine, die ist ja noch nicht so weit, die geht ja noch nicht zur Schule. Wir können sonst aber noch. Warum ist hier so dunkel drin? Habe ich hier keine Lampen hingemacht? Farbe, Intensität. Weiß. Kühles Weiß. Oh, nee, das ist furchtbar. Und das? Nein, da wird es ja dunkler. Okay. Also irgendwie ist es hier immer ziemlich dunkel. Hier hatte ich doch auch mal Lampen platziert. Ach, dort sind noch da. Okay, die sind echt versteckt. Die habe ich echt gut versteckt. So, hier steht was rum. Lara und Jamie sind soeben beste Freunde geworden. Ja, das ist schön. Das ist echt schön, dass die... der Garten muss auch gepflegt werden. Niki, du kannst jetzt wieder... Wir werden jetzt erstmal... Ich glaube, wir machen jetzt erstmal wieder ein, zwei Parts Pause, bevor wir wieder... den nächsten potenziellen Vater suchen, damit wir uns auch vielleicht mal um etwas anderes kümmern können. Vielleicht ein Date oder... Ich weiß es noch nicht. Wir schauen einfach. Wir lassen uns überraschen,
Es wird sich sicher wieder irgendwas ergeben. Ja. Die Kinder machen fleißig ihre Hausaufgaben vor der neu gestalteten Wand. Die Ecke gefällt mir echt gut. Aber irgendwas fehlt da trotzdem noch. Ich habe mehrere Gardinen probiert, aber die haben mir alle nicht so gefallen. Die Fenster, die sind noch ziemlich nackt. Ja, das hat mir nicht so gefallen. So, die Kinder machen ihre Hausaufgaben. Die Mutti, die Niki, die kann ein bisschen Abendbrot machen. Chili. Was? Salat. Okay. Butternut. Gnocchi. Buntborsch aus der Pfanne. Was haben wir noch so? Pasta Prim. Das hat man noch gar nicht. Das machen wir mal. Jawohl, das ist mal was Neues. Dass wir nicht immer dasselbe essen. Schon fertig mit dem Garten hier. Es wird auf jeden Fall auch mal Zeit, dass wir mit der Gartenfähigkeit ein bisschen vorankommen. Was ist das? Authentische. Ah, okay. Das ist ja auch interessant. Also, das Baby haben wir. Das erste Baby, das wir im Krankenhaus bekommen haben. Die anderen alle zu Hause oder waren halt, wie gesagt, einfach da. Das ist echt cool hier. Wo können wir denn die hinhängen? Die würde ich auf jeden Fall irgendwie aufhängen wollen. Vielleicht in Nikis Schlafzimmer. Das ist schade. Hätte ich das gewusst, hätte ich die Kinder von Anfang an im Krankenhaus bekommen. Da hätte ich zu jedem eine Geburtsurkunde. Und die, da wurden dann 100 Geburtsurkunden an einer Wand hängen zum Schluss. Ja. Was wollte ich denn jetzt gucken? Inventar, genau, weil hier fehlen die Hausaufgaben schon wieder. Die lassen die Hausaufgaben immer systematisch am Tisch liegen. Und dann fehlen sie höchstwahrscheinlich auch immer in der Schule. So, zum Essen rufen. Mama, Mutti ruft deine Kinder. Wow, Niki geht's ja echt gut. Hier könnte man auch mal wieder dran arbeiten, weil wir müssen echt mal hier vorankommen. Und ja, immerhin geht's jetzt im Haus mit dem Bau schon etwas vorwärts. Und das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Und die kleine Hanna, die schreit. Warum gehen die nicht an den Tisch? Ich verstehe das nicht. Warum müssen die immer auf den Betten essen? Das ist doch. Ja. Naja, okay. Niki, du kannst dich gleich mal um die kleine Hanna kümmern und sie ein bisschen kennenlernen. Ein bisschen hüpfen mit dir und reden. Einfach so eine kleine Bindung zu der Kleinen aufbauen. Die erste. Und wow, wie dreckig ist die Dusche. Ja, dazu haben wir sind nicht mehr schwanger und dazu haben wir jetzt ja erstmal wieder Zeit. Und dazu nehmen wir uns jetzt auch mal die Zeit. Das heißt zwar 100 Baby Challenge, so schnell wie möglich 100 Babys bekommen. Aber man darf für den Rest natürlich auch nicht vernachlässigen, nicht? Die essen ja alle auf dem Bett. Niki? Du bist satt, du brauchst nicht so viel essen. Und deine Kinder, die können auch noch warten, die können später mit dir reden. Du kannst dich jetzt bitte mal um die kleine Hanna kümmern. Hanna, ich finde, das ist so ein schöner Name. Der gefällt mir richtig, der Name. So, bevor die anderen die Teller wegstellen, mache ich das. Weil das dürfen wir uns ja nicht entgehen lassen, die Teller hier in diesem. Jamie, Jamie, Jamie. Ah, so schnell bin ich nicht. Nein! Oh, dass sie immer diese Teller abwaschen müssen. Ich raste bald nochmal aus mit dem Jungen. Du kannst bitte mal duschen gehen, du stinkst. Ist aber immer Jamie, der die Teller abwäscht. Hier sind immer dieselben. Ich weiß nicht. Wo sind eure Teller? Ich will alle haben. Milch immer noch 5 Stunden. Jetzt geht Noah. Noah ist brav. Der stellt den Teller einfach nur irgendwo hin. Jawohl, jetzt kriegen wir schon 80. Simoleons pro Teller. Ich glaube, mit diesem Mülleimer werden wir noch reich.
Ich liebe diesen Mülleimer, echt. Den müsste es eigentlich auch fürs richtige Leben geben. Das wäre was, ey. Wow. So, gebt mir eure Teller. Seid ihr nun bald mal fertig mit Essen? Ich nehme den dir weg, pass auf. Rabenmutter. Teller wegnehmen. Okay. Das mit dem sich ums Baby kümmern mit Niki hat sich gerade schon erledigt. Und, oh, Alter, du stinkst. Noah, du dampfst schon richtig. Du kannst bitte auch mal duschen gehen. Ich glaub's ja nicht hier. So, Teller? Den hätte ich gern. Gib mir den Teller. Gibst du mir den? Jetzt. So, sonst noch irgendwas? Die Hälfte schläft. Jawohl, nun haben wir 7 Kinder. 7 Kinder und eine Erwachsene und der Haushalt ist nun voll. Jetzt muss ich wirklich jemand mal in der Schule verbessern, damit wir... Oh Gott, die ersten Teenies, die werden bald ausziehen. Aber wir brauchen ganz unbedingt noch eine Foto, also so eine Fotostation, wo wir richtig schöne Fotos machen können. Damit wir die aufhängen können. Ich will auf jeden Fall Bilder, wenn die ersten Kinder erwachsen sind. Die beiden Zwillinge, das sind ja hier Serena und Jamie, die beiden. Die kamen ja zugleich. Also Zwillinge halt, ne? Die kommen immer zugleich. Logische Reihenfolge. Und ja, mit denen möchte ich auf jeden Fall ein Bild machen. Ein schönes Geschwisterbild, ein großes, das irgendwo aufgehangen wird. Also das Haus, das wäre, ich denke mal, der Flur, da werden wir so viele Bilder haben irgendwann, dass man gar keine Wand mehr sieht, so in der Art, ja. Niki, du kannst jetzt bitte, 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 bitte malen. Und ja, ein Instrument kaufen. Warum willst du ein Instrument kaufen? Naja, gut, kann man ja machen, ne? Kann man machen. Wir haben ja schon wieder 730. Was machen wir denn damit? Auf jeden Fall brauchen wir ein besseres Bett für Niki, damit die nicht so lange mit dem Schlafen verbringt, so lange Zeit. Okay, vielleicht hättest du mal eher auf die Toilette gehen sollen. Aber das ist nicht der Weg zur Toilette, Noah. Oh. Jetzt müssen sie hier alle auf einmal... Lara, du gehst jetzt bitte hier hin, weil die andere ist jetzt gleich von Noah besetzt. Ich finde es ja praktisch, dass die Sims jetzt so aneinander vorbeilaufen können. Oder durcheinander durchlaufen können. Das ging ja bei Sims 3 nicht. Oder? Ging das? Nee, ich glaube nicht. Danach kannst du dir bitte mal was aus dem Kühlschrank holen und essen. Das da. Genau, das da. Und danach... Kannst du vielleicht bitte noch deine Zusatzaufgaben machen? So, der Rest der Kinder schläft. Wir können Nikis Geburt... Hier hängen schon ein paar Bilder. Die ersten provisorischen Bilder. Da können wir mal einen Rahmen hinzufügen. So, und die Geburtsurkunde... Oh Gott, ist die groß. Die können wir... wo hängen wir die hin? Hier. Naja, nicht schön, aber selten. gut. Der Garten. Oh, hier ist Unkraut. Niki ist sehr selbstsicher. Warum ist Niki sehr selbstsicher? Sie hat ein schönes Gemälde... Oh mein Gott, und das ist sogar ein Meisterwerk. An Kunstgalerie verkaufen. So, was machen wir denn mit dem Geld? Dieses Meisterwerk an eine Galerie verkaufen. Du bist dabei, ein Meisterwerk zu verkaufen. Meisterwerke sind sehr selten. Willst du es wirklich verkaufen? Na klar will ich. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Ich gehe kaputt. Also Niki, mal bitte ganz schnell. Nee, warte mal, was hatten wir? Ach verdammt, jetzt hat sie schon angefangen. Naja, okay. Mal bitte ganz schnell noch ein Bild, in der Hoffnung, dass es vielleicht wieder ein Meisterwerk wird.
Und dann schauen wir mal, was wir von dem Geld so kaufen können. Auf jeden Fall kommt noch ein Keller und das Haus. Und ja. Vielleicht kann ich auch oben noch einfach erstmal so einen Raum hinsetzen, wo einfach nur diese Fotos drinnen machen können. Von den ganzen, also diese Fotoshoots. Oder ich baue vielleicht irgendwo. Du gibst mir bitte den Teller. Wie nennt man das? Naja, ein Fotografengeschäft, wo ich dann die Fotos. Aber es ist dann auch wieder recht umständlich, immer dorthin fahren zu müssen. Deswegen ist es besser, das alles auf dem eigenen Grundstück zu haben. Jawohl, Niki ist wieder fertig. Und bitte, bitte sei gut. Jawohl, und es ist wieder ein Meisterwerk. Jawohl. Und bitte gleich weiter. Los. Nochmal. ist jetzt im Moment ein Teenie wach hier? Noah, der muss immer noch pinkeln. Na, dann geh doch pinkeln, Mensch. Wenn Noah dann auf der Toilette war, muss er sich mal ganz fix um die Kleine hier kümmern. Weil Niki die Muskelweiter Meisterwerke malen. Mit Flasche weg, schmutzige Windel und. Ach, naja, sind Geschwister. Die können sich lieb haben. Niki, komm bitte. Gib dir Mühe. Bitte lass es wieder ein Meisterwerk sein. Komm schon. Komm schon. Mach fertig. Mensch, an dem Bild malt sie aber echt lange. Das dauert doch sonst nicht so lange. Da kommt mir das nur so vor. Okay, die Kinder schlafen alle. Lara, die hat ihre Zusatzaufgaben schon gemacht gehabt. Okay, das klang jetzt wieder echt vielversprechend hier mit dem Bild. Nee, diesmal nur an Sammler verkaufen. So, wir schauen mal, was wir eventuell jetzt für ein Bett für Niki bekommen. Ob das vielleicht schon ein besseres ist. Nee, gehen wir mal hier rauf. Schlafzimmer, Betten, bla bla bla. Oh mein Gott. Wir kriegen Tatsache, dass. Naja, nicht gut, nicht ganz das Beste. Energie 5, Energie 6. Was haben wir hier? Energie. Ah, das ist auch nur wieder ein kleines Bett. Energie 4. Das ist so eine hinzugefügte. Ich weiß nicht, ob sie mir beim nächsten Mod, wenn die Mods wieder, also die Aktualisierung kommen, ob sie mir das dann wieder klauen. Was? Oh, Alter. Jamie, warum schläfst du in meinem Bett? 430. Also hätten wir dann 4000. Wie viel Energie bringt uns das? Welches ist denn das? Ich glaube, das ist das hier. Energie 4. Also wären wir damit schon echt einiges besser. Na, dann machen wir das einfach hier. Wir kaufen Niki jetzt ein besseres Bett und das verkaufen wir. Ich hoffe, wir verkaufen jetzt Jamie nicht mit. Gott, oh Gott, du musst echt mal trainieren, Jamie. So, Niki hat ein besseres Bett. Jetzt müssen wir nur noch eine Farbe festlegen. Ich glaube, Rot ist das Beste für eine Frau. So, okay. Und jetzt haben wir immer noch 2000 übrig. Was machen wir denn jetzt damit? Wir machen jetzt ein Fotostudio, genau. Oder? Was machen wir? Hilft mir doch mal. Das ist so schwierig. Ich glaube, wisst ihr was? Ich überlege alleine, was ich mit dem restlichen Geld noch mache. Aber erstmal lasse ich Niki ihr Bild verkaufen hier. Hat sie es schon verkauft? Ach, schade, wir kriegen nicht nochmal Geld dafür. Jawohl, ich überlege einfach selber weiter, was ich mit dem Geld mache. Auf jeden Fall, ich lasse mir was Schönes einfallen. Wie immer natürlich. Und ja, kommentiert,
ob ihr vielleicht Verbesserungsvorschläge für mich habt, ob ihr Babynamen habt. Egal was, was euch gerade in den Sinn kommt, könnt ihr drunter schreiben. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis später, tschüss.